Nach dem neuesten Wissensstand stellt die ITP keine absolute Kontraindikation für Nieren- und möglicherweise Herztransplantationen, da wenig oder keine Lymphknoten mittransplantiert werden. Bei Lebertransplantationen von Patienten mit ITP können die transplantierten Patienten ITP entwickeln, die sich gut behandeln lässt. Das Auftreten der ITP nach Lebertransplantationen ist möglicherweise durch die Transplantation von Lymphknoten bedingt.